Guten Tag, mein Name ist Mario Pitsch und ich möchte Ihnen heute die Startseite Unite vorstellen, ja, die man unter u9t.github.io finden kann. U9t, gesprochen Unite. Diese Seite ist entstanden im Zusammenhang mit einem Artikel im Mitteilungsblatt des Bundesverbands der Dolmetscher und Übersetzer. Ja, und es soll, wie auch hier beschrieben, eine Startseite sein, die dann zu anderen TiddlyWiki-Editionen führt. Ja, zum einen eben MDÜ Demo, das schon in den anderen Videos beschrieben wurde, und auch das MDÜ Basis, was im Endeffekt ein leeres TiddlyWiki ist, das nur eine Getting Started-Seite enthält. Ja. Aber diese Getting Started-Seite möchte ich etwas genauer erklären. Ja. Zum einen kann man hier den Titel und den Untertitel eintragen, ja, der hier zu sehen ist. Dann der Standard-Titel, der angezeigt werden soll, wenn die Seite startet. Ja, das ist Standard für alle empty.html-Wikis, wie sie auch unter tiddlywiki.com heruntergeladen werden können. Diese Seite enthält aber ein Plugin, das hier mehrere Optionen zusätzlich anbietet. Ja, zum einen, wenn man diese Option aktiviert, wird hier der Home-Button aktiv, ja, ausgeschalten, eingeschalten. Dieser Home-Button ist auch unter Tools. Home, wo ist er? Ah, hier herum, Tools Home. Finden. Hier kann man das Ganze auch einschalten. Dann gibt es noch den Journal-Button, ja, wo man dann das Ganze als aktives Menü, als globalen Menüpunkt aktivieren kann. Gut, das ist einmal das erste, relativ einfache Funktionen, ja, aber ich glaube recht sinnvoll. Um mal schnell zu starten und um mal zu sehen, welche Möglichkeiten es gibt. Dann wird immer wieder gefragt in der TiddlyWiki Diskussionsgruppe, wie man ein Inhaltsverzeichnis erstellt. Ja, es ist zwar relativ einfach, aber hier mit einem Klick ist es noch einfacher. Ja, das heißt, wenn man das hier aktiviert, dann wird entsprechende Konfiguration erstellt und ein neuer Inhaltstab hier auch ausgewählt. Gut, dann erstellen wir einen neuen Titel. Der Standard-Tag für das Inhaltsverzeichnis ist Inhalt. Ja, dann sagen wir einfach mal Hallo. Ja, und was man hier noch machen kann, ist eine zweite Option. Das heißt, ich kann einen Menüpunkt beim Titel aktivieren, der sich der New hier heißt, ja, das heißt, wenn ich jetzt hier draufklicke, wird ein neuer Titel erstellt, der automatisch mit diesem Text hier getaggt wird, also Hallo. Ja. Damit braucht man das nicht händisch eingeben. Ein Test und was man sieht, es wird hier das Menü automatisch erweitert. Ja, ja, das ist das, was der Button macht für das Inhaltsverzeichnis. Ja. Dann wird auch immer wieder gefragt, wie man eine einfache To-Do-Liste erstellt. In dem Fall hier einfach hier klicken. Man bekommt dann einen Übersichtstitel und hier kann ich einen neuen Task erstellen. Ja, ein neuer Task, aber wie man sieht, das Ganze springt immer wieder hin und her. Das ist nicht so schön. Das heißt, was man eigentlich möchte, ist, dass diese To-Do-Liste auch hier im globalen Menü auftaucht. Ja, das heißt, dann habe ich hier ein schönes kleines Menü, wo ich sehr schnell einen neuen Task erstellen kann, die dann als Task getaggt sind und ich kann das Ganze auch mit Drag and Drop sortieren. Ja, wenn ich dann den Task erledigt habe, klickt man das an und es taucht hier unter erledigte Tasks auf. Ja, das ist eine sehr einfache To-Do-Liste, aber für manche Dinge absolut ausreichend oder fürs Erste absolut ausreichend.
In der Telugi Community gibt es natürlich dann ausgewachsene Plugins, die sich nur rein mit diesem Thema beschäftigen und als komplette Edition praktisch gesehen werden können. Links sind in der Videobeschreibung enthalten. Ja, was gibt es noch? Wie man sieht, ist hier der Tiddler Körper relativ schmal. Das heißt, es gibt dann Einstellungen im Control Panel, das man auch hier auswählen kann. Und Design Theme Tweaks kann ich sagen, okay, Standardeinstellung ist fixe Story, ja, das ist der Story River, das hat eine fixe Breite und der Sidebar hat eine variable Breite. Man kann das aber auch umschalten und dann hat der Story River praktisch die variable Seite und die Menüleiste eine fixe Seite. Ja. Damit kann man das Layout relativ einfach verstellen. Ja. Okay, ja, die nächsten Schritte gehen dann noch einmal oder weisen dann noch einmal auf das Control Panel hin und so weiter. Das heißt, probieren Sie diese Elemente einfach einmal aus, beziehungsweise werde ich dann noch ein zusätzliches Video machen, wo das noch einmal ein bisschen genauer beschrieben ist. Ja. Gut, das ist es eigentlich soweit zu diesem speziellen Getting Started. Und viel Spaß damit. Mein Name ist Mario Pitsch. Auf Wiedersehen.